Hallo und herzlich willkommen im Gartencenter Edelkamp. Ich wollte euch heute ein paar Pflegetipps für die richtige Versorgung von euren Nordmann-Tannen geben. Die haben den Vorteil, sie haben sehr schöne, grüne, weiche Nadeln. Die Nadeln fallen nicht so leicht ab. Wir haben sie in so kleineren Größen, aber selbstverständlich auch bis zur Deckenhöhe. Um den Baum jetzt frisch zu halten, gibt es ein paar Tipps von mir. Als erstes kriegt ihr den Baum ja verpackt in einem solchen Netz. Und da lasst ihr den zu Hause am besten in dem Netz an einem offenen, nicht so sonnigen Platz draußen im Garten liegen, dass, wenn es regnet, der Baum noch mal Wasser bekommt. Wenn der Baum dann in die Wohnung kommen soll, ist es gut, wenn ihr ihn einen Tag vorher erstmal in einen kühlen Raum bringt. Da gewöhnt der Baum sich dann von den Außentemperaturen an die Innentemperaturen. Und dann am Folgetag bringt ihr ihn ins Wohnzimmer. Wichtig, bevor ihr den aufstellt, einmal neu anschneiden. Dann müsst ihr ein bisschen unten das Netz öffnen und dann sägt ihr den nochmal neu an. Damit haben wir dann wieder eine frische Anschnittstelle, über die der Baum Wasser saugen kann. Ihr stellt ihn dann in den Ständer und könnt ihn in die Wohnung räumen.